Gut, ich glaube, generell ist die Technik für den Menschen da. Soziologisch, personell, der Mensch muss die Entscheidung für sein Leben treffen. Und alles andere ist annehmlich. Kite im Ende, Lebensqualität, so wie die Waschmaschine das Leben der Frau dramatisch verändert hat, für mich eine der wichtigsten Erfindungen in diesem Jahrhundert, hat sicherlich auch jetzt die nächste Veränderung in der Unternehmens-, in der Industrielandschaft, Sie sprachen von Industrie 4.0, die Möglichkeit, diese Schritt, die Möglichkeit der Annehmlichkeit, die Möglichkeit der personellen Selbstentfaltung weiter zu steigern und weiter zu treiben. Aber für mich steht der Mensch im Mittelpunkt, wenngleich auch mögliche andere Abläufe noch weiter optimiert und automatisiert werden. Das ist eine sehr schwierige Frage. Der Industriepark ist getrieben von wirtschaftlichen Interessen mit großen Unternehmen, großen Produktionen, die auch eine sehr lange Beharrung, eine sehr lange Zeit haben, trotz aller Innovationszyklen, Produktzyklen. Ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland auch noch lange große Industrien, großvolumige Produktion sehen werden, bei allem Trend zur Miniaturisierung, zur Verkleinerung, zur Individualisierung. Selbstverständlich ist denkbar, dass wir hier in 50 Jahren einen Industriegolfplatz hätten, aber das wäre sicherlich nicht mein Wunschbild der Weiterentwicklung des Industriestandorts Höchst als starker Industriestandort in der Region. Also eine ist ganz alt und heute gar nicht mehr aktuell. Das ist das alte Hütgrin der Kaiserin Eugenie, wo ihr Kleid, das erste lichtechte grüne Seidenkleid im 19. Jahrhundert. Wenn man sich die Geschichte darum anschaut, wie viel unternehmerischen Mut und Engagement und Beharrlichkeit notwendig war, um ein Produkt in einen europäischen Markt zu bringen, dann ist das für mich einfach ein Sinnbild für unternehmerisches Handeln. Bleibt mir sehr stark in Erinnerung. Von den Produkten möchte ich eigentlich nur zwei nennen. Für mich das Thema Insulin mit dem Standort verbunden. Auch heute haben wir über 75% der weltweiten Industrieproduktion am Standort. Und es ist, Hostalen oder Polyethylen, Plastik, etwas, was auch vieles in Deutschland, in Europa geprägt hat, was heute natürlich auch von anderen Herstellern unser Leben, unser aller Leben mit beeinflusst, mitprägt.